Hola, queridos españoles. Gracias por la ayuda. ich bin wieder in einem Clan, nämlich den Galaxy Clan. Asgardios de la Galaxia und mit Rang vor Gordo. Das ist wahrscheinlich schon ein hohen Rang. Ja, zwei Rang. Sie haben auch ein bisschen, ja, das mitbekommen wahrscheinlich vom Video und was auf dem Server ein bisschen ging. Und haben mich natürlich gut supportet. Vor allem, ich kann jetzt endlich auch wieder ein bisschen Englisch. Also, ich habe ja gelernt Englisch, die ersten 10 Lektionen von einem Programm, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß. Aber, ja, es ist wirklich toll, dass ich jetzt auch noch ein bisschen mehr weiß. Eine kurze Plauderecke gehabt im Clan-Chat und auf Discord. Und es sind wirklich nette Leute. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Manchmal sieht man wirklich so halbe, ja, wie soll man sagen, halbe Noobs, die spielen, klar. Da ist man jetzt nicht immer so gerne am Sehen von spanischen Leuten. Also ich habe ja trotzdem sie gerne, weil ich einfach die Argentinier liebe. Und der eine kommt aus Venezuela und er hat es wirklich schwer und so weiter. Da habe ich wirklich echt eben sehr viel Rücksicht auf die und so, weil das Land ist ja wirklich momentan in einer fetten Krise. Der Drache ist hier, weil die natürlich wieder Investitionen machen. Das sind einfach fleißige Leute, die halten zusammen, die machen etwas zusammen, die Syrten, und deshalb, ja, sind sie halt jetzt auch wieder bei uns drin und haben die zwei Edelsteine schon geklaut. Okay. So, ich habe mich umgeskillt, Level 55. Jetzt habe ich ja diese Keule, also ja, Hammer, ja, und das Elite-Ritterschwert equipped. Und dadurch viel schnellere Angriffsgeschwindigkeit wieder und so weiter. Also, jo. Ich habe irgendwie etwas mitbekommen von ein paar anderen Regnum-Spielen, dass es wahrscheinlich ein Clan war gestern. Der Existenz-Clan war wahrscheinlich eine Absplittung von Braces. Einfach die, die damals schon Soft gemacht haben und deshalb der Clan aufgelöst wurde und in zwei geteilt wurden. Dwarfs of Eberror und wahrscheinlich Existenz. Ich bin nicht sicher. Ich habe einen Hammer. Habe ich mich doch falsch equipped oder was? Das ist ein Hammer. Ja, ich muss wahrscheinlich noch einen Hammer Linkshand. Aber Regnum ist irgendwie nicht aussagen. Aber gut, wir machen mal ohne. Ja, das ist halt einfach so eigentlich schon am Anfang steigt worden, dass sie es einfach mal versucht haben, mich wieder einzuladen. Ich weiß es jetzt nicht, ob das überhaupt wirklich auch die sind, die mich damals auch schon ein bisschen geplagt haben und aus dem Clan gekickt haben, obwohl niemand es wollte, anders wollte. Aber es ist. Oh, jetzt haben wir noch ein Speer. Ja. Ja, es ist halt einfach dieser Zoff, dieser Hass die ganze Zeit. Also bei den Alsen, vor allem, es gibt einfach einen riesen Hass. Und das macht auch dieses Reich so schwach. Niemand will zusammenspielen, niemand will zusammenhalten. Sie gehen immer aufeinander los. Ich hatte jetzt wirklich in letzter Zeit viele Clans haben einfach immer wieder Spiele verloren, weil sie immer wieder auf einen losgingen und sonstige Sachen. Und ja, das fördert gar nichts. Das ist wirklich sowas von unnötig. Und ja, ich habe ja geschrieben gestern, vorgestern, dass ich ja einfach auch etwas gegen machen werde. Und habe es halt jetzt öffentlich ein bisschen. Ja, es ist ja nicht angeprangert. Ich habe nur die Sachen gesagt, die auch nötig waren. Also die, die einfach in die Öffentlichkeit geraten sollten. Weil ich bin ja ein Let's Player und ihr müsst ja wissen, was ich genau mache oder was mir passiert. Es ist ja auch eine Art Rollenspiel. Aber dass es einfach so ausartet, weil sie bei mir nach Fehlern, nach falschen Fehlern suchen. Falsche Dinge über mich erzählen. Sachen wie zum Beispiel dieses Perverse. Hey, der ging bei mir an die Axt, an den Speer, genau. Und hat dann ja, komische Sachen gemacht. Er hat gefoppt, also ist er mit aufgestanden, hat hingesetzt und so weiter. Und klar, dann habe ich gesagt, ja,
mein Speer ist halt ein bisschen zu lange. Aber dass er dann weitergemacht hat, sehr pervers war, immer sehr pervers war, das war ein bisschen irgendwie, ja, ganz komisch. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, eben, das hat eine psychische Ursache, muss eigentlich so sein, weil ich das natürlich auch nachgecheckt habe, ein bisschen, ja, recherchiert habe und einen Kollegen angesprochen habe, der psychisch sehr, sehr, ja, informiert ist, also ein Diplom sogar hat und so weiter, Psychiater ist. Und deshalb, er hat gesagt, ja, wir sagen einfach mal, ja, es ist so, weil es sind einfach voll Anzeichen gewesen. Dann habe ich ja das Videogerät und ich wollte die anlocken, weil sie haben gesagt, sie werden meine Videos nicht mehr anschauen. Aber eben, das habe ich einfach mal gemacht, damit ihr anbeißt. Damit ihr einfach sagt, was wirklich die Sache ist. Ich wollte, dass ihr mir die Wahrheit sagt und nicht immer abstreitet und alles wirklich ganz komisch zu vertuschen sucht, zu ja, noch mehr in die falsche Richtung zu treiben. Und ihr habt genau so gemacht, angewiesen, mich gedisliked. Irgendwie 8 Dislikes, das ist, hey, das hilft mir so viel weiter, weil Videos, die Dislikes haben, die kommen besser an im Publikum, weil sie wollen ja wissen, wieso das Video nicht gut ankommt. Und jetzt habe ich schon 80 oder mehr Aufrufe. Weil ich so oft Videos hintereinander mache, habe ich natürlich nicht so viele Aufrufe wie einer, der eine Kampfsimulation pro Monat oder so macht, wie er ein Fort angreift oder so. Das ist klar. Aber einfach, ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Aufrufe. Dank euch. Mir ist es egal, ob ihr mich gehatet habt, ob ihr Falschmeldungen über mich verbreitet, ob ihr eure Kollegen holt und dass die helfen zu disliken. Ich habe auch Kollegen, aber die sind still. Die sind erwachsen. Die benehmen sich nicht so kindisch wie ihr. Und deshalb ist es für mich ein mega Schnuppe, was ihr eigentlich gerade macht, weil ich auch nichts zu verlieren habe. Ich habe eigentlich sowieso extreme Freude an Regnum. Ich mache weiter. Ich finde es toll, dass ich auch ein bisschen etwas Negatives habe. Es ist eigentlich alles positiv, was ja momentan läuft. Außer, dass wir halt im Reich jetzt nicht so stark sind. Aber schaut, ich bin in Level 55. Hab mega Spaß am Leveln. Hab mega Spaß am Items suchen. Ich habe sehr gute Kollegen, also der Black Scorpion und der Noki Reborn, die reden eigentlich ständig mit mir. Dann die weiter unten eigentlich auch, Ibana nicht, aber das ist klar. Den habe ich einfach drin gelassen jetzt halt, weil ich eigentlich schon einen guten Eindruck gehabt habe, aber das war eben wahrscheinlich zum mich ein bisschen töken, ein bisschen auf die Eier zu gehen. Dann zum Beispiel Pia Prisma sehr gut. Natasha, ja, okay, ist nicht so, aber Pablo McDalminger, das Woodem auch ein toller Kollege, ein Spanier auch, also ein Argentinier auch, ja, es geht eigentlich wirklich sehr tolle. Ich habe noch in den anderen Cast natürlich noch andere Freunde und es ist eigentlich wirklich ziemlich toll. Und dann macht es einem eigentlich auch nicht so viel aus, wenn man jetzt mal Feinde hat. Das hat man eigentlich immer in solch einem Spiel, weil manche sind neidisch, manche denken einfach anders über dich. Und dann gibt es noch Leute, die einfach das provozieren. Aber gut, es ist halt so, oder? Und einfach, dass jetzt gestern noch ein Clan dazu kam, der mich wirklich supportet, macht das einfach sehr toll. Und ja, ich muss ja auch noch ein bisschen lernen, kämpfen und so weiter. Und das machen die Spanier sehr gut. Mit denen kann ich viel besser Warzone-Schlachten machen, weil sie mich auch unterstützen, oder? Aber ein Clan wie Existenz, der mich eigentlich nie unterstützte, der jetzt auch wieder gesagt hatte, ich wäre gezwungen worden, mitzumachen. Ja, klar werde ich gezwungen, wenn ihr in einer Gruppe einladet und dann nur überredet, ja, dort werde ich angegriffen, helft mir oder sonst irgendwas. Es ist klar, dass es ja nicht ganz so gezwungen ist, aber dennoch, ich möchte halt nicht unbedingt in eine Gruppe, wenn ich am Leveln bin.
Und ich habe es jetzt einfach mal angenommen, weil ich ausgetestet habe, wie es so ist, jetzt mit Profis zusammen zu arbeiten. Aber ich habe genau ganz am Anfang schon gesehen, ihr seid echt genervt. Lasst euch doch nicht so viel nerven. Vor allem nicht über mich. Also es ist einfach ein Test gewesen. Ich bin sonst nicht so böse. Ich bin eigentlich immer der, der Sachen schlichtet. Aber ich habe jetzt einfach mal einen Test gemacht und werde jetzt mal schauen, ob ich jetzt den auch schlichten kann wieder, weil ich will ja mit denen nichts mehr zu tun haben. Sie sind nun mal nicht mein Typ. Clan und so. Und hoffe, dass es bei denen auch wieder ein bisschen besser geht, weil sie haben schon viele verloren. Wahrscheinlich auch durch mich, weil ich ein bisschen provoziert, oder nicht provoziert, aber ich habe halt ein bisschen arroganter gemacht, damit ich auch ein bisschen von euch etwas entlocken kann. Weil ich bin halt sehr wissbegierig und möchte einfach wissen, weil ich wusste schon, dass ihr ein Clan seid, der wahrscheinlich neu ist durch diese Splittung und so. Habe dann aber nochmals nachchecken müssen, Kollegen anschreiben müssen und sie haben, ja, wahrscheinlich so, ja, eventuell haben sie auch das nicht so gewusst und haben es sonst zu mir gesagt. Es kann sein, dass ich lüge wegen dem, dass sie gar nicht von Braces sind, aber ich glaube eher schon. Also, ja. Und für mich ist eigentlich gar nichts schief gelaufen, weil ich das eigentlich nur provoziert, also zu mir gebracht habe. Ich war wunderfitzig und wollte einfach ein bisschen etwas aus euch rauslocken. Und ja, ihr wusstet ja schon vorher, dass ich Let's Player bin. Also, dass es an die Öffentlichkeit gelangt, wusstet ihr schon vorher. Weil ich kann ja wirklich nicht sagen, ja, mir geht's wunderbar, wenn ich von einem Clan wieder rausgekickt werde nach einem Tag. Ich musste das ja irgendwie erzählen. Und ich habe es wirklich sanft erzählt. Weil ihr habt mir noch irgendwie angedroht und solche Sachen. Ihr würdet die Polizei rufen und vor Gericht stellen. Es geht gar nicht, weil erstens, ich habe nichts gemacht. Das ist ein Online-Spiel, das kann gar nicht recherchiert werden. Dann, ich bin ja der, der eigentlich immer alles wieder normal machen wollte. Also, ja, es gar nicht so ausarten lassen wollte. Aber ich habe euch ja getestet. Und einen Test darf man machen. Weil damit kann man den Leuten entlocken, was ihnen für Probleme gerade im Kopf ja, steigt und so Sachen. Aber dass es genau so ausartet, habe ich nicht gedacht. Also eigentlich müsste ich vor das Staatsgericht in Lausanne gehen und das jetzt wirklich mal rausholen, aber ich mache es nicht, weil ich ein netter Mensch bin. Ich will ja euch nicht bestrafen für diese Probleme, die ihr gemacht habt. Ihr habt es halt einfach gemacht. Ihr seid genervt, das sieht man. Aber jetzt eigentlich, ja, da so irgendwie etwas rauszuquetschen, etwas noch zu erreichen, ist eigentlich unser aller Sau. Also, mit mir könnt ihr das machen, aber mit allen anderen könnt ihr das nicht mehr machen. Hört einfach auf. Es ist wirklich nicht gerade das, was jetzt wirklich zu einem Regnum Spiel gehört. So ein Krach wegen irgendwelchen Turbulenzen. Oh, ich sei zu eitel. Das war die größte Lüge, die je... Nein, das war nicht die größte Lüge, aber es war wirklich so eine lustige Lüge, dass ich wirklich gelacht habe noch am Abend da, wo ihr mich angeschrieben habt. Ihr habt sogar so vertuscht, dass ihr es wolltet, dass wir zusammen kurz mal das ein bisschen bereden. Aber was ihr gemacht habt, ist scheiße. Ihr habt die ganze Zeit sexuelle Anspielungen gemacht und irgendwelche, ja, wissenswerte Drohungen, also so richtig. Ja, aber das ist der Grund und ja, das ist so und das ist so. Und ich dachte mir so, hä, müssen die noch mehr lügen, damit sie noch mehr besser ankommen oder so. Es ist einfach ein völliger Quatsch. Und ey, mich interessiert nicht die Bohne. Wenn ihr mich anzeigt, dann kann ich aussagen, ich habe einen guten Ding, Anwalt und hey, der weiß ganz genau, dass ich eines der liebenswertesten Personen von ihm bin. Also wahrscheinlich schon von der Schweiz und alles Mögliche. Aber das interessiert mich jetzt auch nicht so viel.
Ich will einfach, dass die Leute froh sind über andere und nicht so mega zickig. Und das ist halt einfach so. Dass es jetzt auch ein bisschen ausgeartet ist, tut mir einfach leid für die anderen Leute, aber es tut mir eben auch leid für die ja, Involvierten, weil ihr habt Besseres verdient, aber ihr habt selber irgendwie falsch gemacht. Also, ja, selber schuld. Naja, die Syrten sind immer noch, 1:26 noch. Wir gehen jetzt nicht zurück ins Tor, ins Reich, weil die sind natürlich doch noch am Level killen und sonstige Sachen machen. Und ich habe mal nachgeschaut. Hier oben ist noch ein Gebiet, das ist ab Level 57 oder so. Das ist ein orange Gegner. Dann hier unten sind noch orange Gegner. Hier im Friedhof und hier am Strand. Wir gehen mal zum Strand. Weil, das habe ich nur geschaut, da bei Ephyrias Kessel. Das sind ungefähr die gleichen Gegner, habe ich gemerkt. Also es sind in jedem Reich ungefähr die gleichen Gegner. Und, vielleicht können wir dort noch ein bisschen leveln. Aber wir gehen ja gerne mal kurz noch uns umsehen. Aber dafür müssen wir nach Birka. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, weil ich auch ein bisschen Respekt habe von Syrtis, wenn die so mega übermäßig überzählig sind. Und ja. Also für alle Leute, die ja, jetzt denken, ja, es wird wahrscheinlich so weitergehen, dass ich ein bisschen zornig bin. Bisschen, ja. Ich muss das auch noch kurz sagen, aber ich werde nicht mehr so weiter. Ich habe das jetzt in einem Video machen wollen, dass ich mal die Meinung sage. Und ich mache das in weiteren Parts nicht mehr, weil ich habe ja gar keinen Nutzen daran, jetzt weiterzumachen. Für mich ist das abgeschlossen schon seit vorgestern Abend. Aber wenn die so weitermachen, dann bin ich halt auch ein bisschen wieder involviert und möchte gerne weitererzählen und so Sachen. Aber es ist meine Meinung. Ich bin ein öffentlicher YouTube. Ich sage mir meine Meinung. Ich muss nicht irgendwie abhängig sein von den Abonnenten, dass sie mich mögen und so weiter. Dann können ein paar mich disliken, das ist mir schnurzegal. Und ich bin sogar erglückt, dass es so viele Aufrufe hat und so viele Likes und Dislikes. Und ja, es wird einfach. Oh, 5 Magneten, schön. Es wird halt einfach so sein, weil ich bin ein, ja, Urschweizer sozusagen. Die ganze Familie war immer schon uralt, nicht modern. Die setzen sich durch. Wir haben mehrere Dörfer hier in Basel, die unter extremen Hass leiden, gegenseitig. Das ist einfach so. Wenn sich jemand bei uns durchsetzen will, indem sie uns beleidigen und so, dann bekommen sie die Schnauze voll. Und das ist wirklich mit Gewalt verbunden, mit extremer Gewalt. Nur, es ist eben urschweizerisch. Wir werden gar nicht angeklagt, wenn wir eins auf die Fresse geben, in einer Bar oder so. Dann werden wir gar nicht angezeigt. Deshalb ist es für uns eigentlich auch Schnuppe, wenn uns jemand angreift. Wir können uns wehren. Und ich bin aus dieser Familie noch entwachsen. Ich bin so. Ich bin ein bisschen barbarisch, ein bisschen, ja, eben altmodisch. Ich setze mich noch durch, weil ich kann mich auch wehren. Die Polizei kann gar nichts machen bei uns. Und dafür sind wir aber auch eines der friedlichsten Völker. Wir machen nie Scheiße. Die Polizei ist eigentlich immer nur in Basel, aber nie in der Region oder kaum in der Region. Vielleicht wegen dem Verkehr oder sonst irgendwas, aber nie wegen uns. Oh. Das ist ein Syrten-Teleporter. Die haben hier wahrscheinlich jetzt das Ende gefunden. Ja, jetzt gehen sie weg. Also das Teleport hat jetzt aufgehört. Sind jetzt wieder geflohen, weil sie nichts mehr zu tun haben im Reich und sind jetzt wahrscheinlich weg. Deshalb war es rot, oder? Ich weiß es nicht. Im Regnum sagt gar nichts.
Regnum erklärt einfach nur nichts, nichts die Bohne eben so Wasser und Sachen und sonst irgendwas. Das muss man immer von Kollegen wissen. Also es ist, also wenn ihr mir persönlich gegenübersteht, dann könntet ihr eigentlich wirklich auf die Fresse bekommen. Weil ich bin sehr talentiert im Kampf. Ich kann eure Schläge kontern. Ich kann eigentlich alles. Ich habe sehr gute Selbstverteidigung gelernt. Mein Onkel war Judo-Lehrer. Der hat mir auch sehr viel erzählt, wie man einen Knockout stellen kann, ohne dass man ihn verletzen kann, indem man ihn ins Fettnäpfchen treten lassen kann. Dass er eigentlich gar nichts mehr machen kann, wie bei einem Schlangenwürgegriff. Wenn er sich wehrt, zieht man noch mehr an, bis er bewusstlos wird und so weiter. Also, es ist einfach so, dass ich mich nicht provozieren lasse. Eigentlich auch eher ein bisschen wunderfitzig bin. Und wenn es doch ein bisschen zu weit geht, kann ich auch zuschlagen. Aber ich möchte niemandem schlagen. Ich möchte es nicht machen. Es ist nur aus Not, aus Selbstverteidigung. Aber ihr merkt einfach, ja, ich bin eventuell der Falsche für solche Mobbing-Sachen. Aber durch meine Interesse, durch meine Lust, das auch ein bisschen anzunehmen, weil ich ja nichts dagegen habe. Für mich ist das nicht schlimm, was ihr gemacht habt oder was ihr machen könntet. Aber dass ihr einfach dadurch nur selber ins Fettnäpfchen schlägt und nicht mich irgendwie damit provoziert. Ja, ich habe jetzt eigentlich alles erzählt. Jetzt möchte ich gerne wieder ein bisschen zum eigentlichen Spiel kommen. Ja, meine Sache war ja, ich wollte ja zum Strand gehen und schauen, was die für ein Level haben. Das sind gelb und orange. Ich könnte ein paar von denen angreifen, aber solange nicht alle unter gelb sind, mache ich das noch nicht. Auch wenn ich ein bisschen OP'er bin jetzt. Also, wir brauchen eine Links-Stumpfwaffe oder eine Rechts-Schneidewaffe. Hey, ich könnte das Schwert für Level 53, das epische Lila, also Lila Schwert benutzen. Weil sonst habe ich nichts Besseres. Also bis Level 68, 58 und dann habe ich natürlich wieder dieses Golem-Schwert hier. Aber ich möchte eigentlich jetzt einfach mit zwei Waffen angreifen, deshalb muss ich jetzt nicht unbedingt so viel stärker sein als jetzt mit dieser Keule. Deshalb benutze ich einfach mal diesen Speer hier. Er ist Einhand. Ja. Er steht wirklich nicht drauf, dass er Einhand ist. Er steht nur drauf, dass er langsam ist und das hat mich ein bisschen irritiert. Und dadurch dachte ich da vor ein paar Parts, dass der Zweihand ist. Aber okay. Diesen Almadin können wir auch verwenden. Aber der ist mir ein bisschen zu schade. Level 28, nee, lieber nicht. Da, es steht auch nicht, dass der Zweihand ist. Also es ist wirklich so, dass man nicht sieht, ob der Ein- oder Zweihandwaffe ist. Ja. Es ist ein Speer. Es ist doch nicht eine Klinge. Das, die Klinge ist auf Level 45, wie ich meinte. Und nicht der 53. Wir haben ja ein kleines Problem. Wir können ja zum AHA noch gehen, ob wir ein Schwert finden. Aber die sind meistens überpreiset. Deshalb, ja, okay, wir machen's. Feines Holz. Oh, uns fehlt noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen rausnehmen. Ja. Also. Da ist drin, gell? Ja. Nehmen wir nochmal 5 raus, glaube ich. Ja. Weil das hole ich dann noch mehr raus, wenn ich dann wieder weit kräfte. Jetzt werde ich ja natürlich erstmal leveln. So. Die Sachen können wir ja schon mal rausnehmen, damit nicht volles Crafting-Inventar ist. Und jetzt hoffen wir, dass im AHA etwas sofort preiszahlbar ist, das uns ein bisschen weiterhilft, weil das geht nicht. Also ich greife ja eher mit der rechten Hand an, dann sollte auch rechte Hand Keule gehen. Aber das geht irgendwie nicht. Die Entwickler sind da recht strikt bei der Entwicklung gewesen. Ja gut.
Aber ich habe gemerkt, ein paar Sachen wurden verbessert, aber gar nicht angekündigt. Also zum Beispiel hat sich irgendwas so ein bisschen mit dem Inventar von der Warzone gemacht. Also nicht dieses Inventar, sondern einfach diese Ankündigungen und so weiter. Im Clan hat sich, glaube ich, irgendwas gemacht. Also in diesem Clan-Teilen, da wurde ich rekrutiert. Level 3, okay. Ich dachte, wir seien ein bisschen weiter. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein neuer Clan. Ah, hat recht viele Leute. Sind aber alle offline, weil die schlafen jetzt momentan, die Spanier. Ja, ist noch nicht so groß, der Clan. Ich finde, das sollte eigentlich entfernt werden, weil niemand hilft anderen Spielern so low-levelig. Weil die können selber natürlich schnell nach oben kommen, die brauchen nicht so viele Hilfe. Aber ich könnte ja mal einen Boss, es wird gar nicht mehr geschrieben, ja, ich brauche Hilfe, einen Boss, Malisius Chat. Deshalb ist es eigentlich, ja, es braucht ja, gibt ja auch nur 20 Prestige. Ach Gott. Also hier wurde doch irgendwie nichts gemacht. Aber ich habe irgendwie gestern gemerkt, auch dass so ein paar neue Sachen reingekommen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Ja, aha. Ja, ich bin noch nicht wach, es ist 8 Uhr morgens. Es ist 8:53 Uhr, okay, ist schon ein bisschen später, aber. Ja, ich gehe jetzt zum Zwerg. Schauen wir mal nach Waffen in Schwerter oder in. Eigentlich ist das zwei, also das Linksschwert schon ein bisschen gut genug. Machen wir einfach mal Schwerte für Level 51 plus und episch. Ja, ist natürlich Level 60. 60, 60. Wieso bringt ihr das ins AH? Das A ist doch eher dafür, dass man nicht so gute Items für Gold ja, weitergeben kann. Ja, leider ist bei Schwertern nichts. Ja, Äxte, Keulen. Magisch. Rittkeule. Streitkolben des Abgrunds ist leider Zweihand. Episch. Ja, das ist gar nichts. Legendär. Ja. Leider gar nichts. Es ist. Ja. Sehr schade, weil. Jetzt komme ich gerade nicht so gut weiter. Muss wahrscheinlich wieder auf Zweihand Waffe umswitchen. Links ausfallen Stahl. Also ich habe jetzt eine Rechtswaffe. Nein, ist doch links. Ich brauche eine Rechtswaffe. Das sind beide links. Und das war Level 59. Okay, leider nichts. Keulen. Bei Köln gibt es gar nichts. Okay. Es gibt zweimal Keulen, vielleicht 200 oder 100 Keulen oder sonst was. Bei Speeren, Elite-Rette Speer, Level 60, Elite-Rette Speer, Level 60, ja. Gleich hier einfach an einem anderen Ding. Hier ist auch Elite-Rette Speer. Sehr viel Auswahl. Ja, gut, wir müssen etwas anderes machen. Das ist wahrscheinlich auch wieder Zweihand. Sieht es echt nicht, wo steht, dass man eine Zweihandwaffe hat und wo nicht. Ja, gut. Also, dann gehe ich zum Shop, also zum Handelscharakter. Zum NPC für Handeln. Oben aus dem Lager halt wieder das Schwert. Was war es? Speer, gell? Ah, hier haben wir neue Missionen. Scheinbar. Ja, eigentlich möchte ich jetzt nicht. Ah, doch, es sind drei. Vier und jetzt noch eine Reichsquest annehmen. Ich werde wahrscheinlich jetzt bald zu anderen Gegnern gehen. Das mache ich jetzt mal hier. Soll ich jetzt nehmen? Ich nehme einfach mal Orkan für, aber ich werde es hier eigentlich nicht mehr so oft gehen.
Ja, damit ich hier nochmals eine Reichsquest habe. Und jetzt aus dem Account-Lager, ne, aus dem Charakter-Lager, tue ich jetzt mal wieder etwas rausnehmen. Ja, der. Und reinlegen werde ich halt wieder die zwei Sachen. Das ist schon ein bisschen schade darüber. Aber, ja. Dafür einfach langsamer, dafür auch ein bisschen stärker. So. Es geht ja scheinbar nicht. Das Spiel möchte es nicht. Oh, da habe ich noch irgendwas gedroppt. So. Okay. Damit ist der Part auch wieder zu Ende. Heute kommt sicher auch nochmals ein zweiter Part. Zwei wieder pro Tag. Und ja, das ist auch wieder ein bisschen mehr als 30 Minuten. Bis zum nächsten Mal, gell? Und ja, eben. Hoffentlich, dass alles wieder besser wird. Für mich ist es zwar eben nicht schlimm gewesen, aber ich hätte ja auch gerne nicht Streit, das ist klar. So. Da ist noch eine Quest, okay. Ich möchte mal kurz schauen, was es noch für eine Quest ist. Ah, okay. Die könnte ich im nächsten Part noch machen. Mit Warmaster 1000. Und jetzt habe ich 1079. Also 100 bekommt man nochmals dazu, aber ich habe 1000. So. Also, dann bis zum nächsten Video. Ich mache direkt eine Anfolge Ding noch. Oder ja, ich habe, glaube ich, wenig Zeit. Und machen wir einfach die Quest das nächste Mal. Und ich gehe wieder ein bisschen leveln. Tschüss.